Guten Tag. Heute mal ASMR. Nee. Also so sieht das Ding aus. Ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt. Ja. Und nun will ich mit euch zusammen das hier schnitzen. Ich habe extra alles leise gemacht. Ein Entspannungsvideo sozusagen. Das ist schwierig, schwierig. Ihr seid jetzt, wie gesagt, live dabei. Mal gucken, wie ich das jetzt hier überhaupt... Cool. So, ich wollte ja hier Momentchen mal. Das müssen wir jetzt gleich schon mal machen. Nachher vielleicht danach noch mal an der Seite hier fetter machen. Durchgetrocknet habe ich diesen Spachtelzeug jetzt mehr als 24 Stunden auf jeden Fall. Deswegen, das dürfte alles. Das kann ich auf jeden Fall schon mal weg. Hier bringe ich gleich mal eine, wie sagt man, eine Gerade rein. Keine Ahnung, bin ich ein Profi. Jedenfalls mit dem Swing müsste das dann gerade sein. Ah, gut. Muss ich hier echt dran arbeiten. Also das Video würde übelst lange dauern, wenn ich das jetzt hier komplett auch zeigen würde. Aber vielleicht wollt ihr das ja sehen. So, das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Versuchen natürlich so wenig wie möglich den Lack hier zu zerstören mit dem Cuttermesser. Weil das ist mir bei dem Trabant passiert. Machen wir jetzt hier. Okay, ja, Freunde, ihr seid jetzt hier live dabei. Der Patient wird bearbeitet. Wie mir das mal auch mal einer gesagt hat,
bei so, ja, modulieren, bei so Sachen sollte man die Sachen extrem herausheben, also doppelt so breit machen, wie es eigentlich ist. Das fällt dann später nicht so auf oder irgendwie jedenfalls, ja. Nicht zu schmal alles machen, weil sonst ist es später, sieht man es nicht. So. Muss mich hier eh ranarbeiten, bin ich ein Profi. Grüße hier mal rüber an die Profis, JD, Jakarta Diecast, übergeil. Und sowieso, ich habe mich mit dem ganzen Thema mal beschäftigt. Als Autofreak muss man das ja irgendwie, also was heißt muss, das ist ja auch geil. Dieser ganze Stil, oh, hier habe ich schon jetzt voll in den Lack gehauen. Scheiße, Entschuldigung, nicht gut. Rauwelt, Rocket Bunny, Liberty Walk. Das ist einfach so eine Verbreiterungsform, die es auch schon mal in den 80er Jahre gab, so im Osten. Gab es das schon mal? Das heißt einfach nur, ja, früher, was haben wir früher dazu gesagt? Breitbau. Custom heißt es heute. Ja. Und irgendwie ist das ja eine Kunstform, finde ich. Übergeil auch. Da gibt es einen Typen, der fährt von Land zu Land, also wie so ein Zimmermann, sag ich mal, ja. Und kastimiert die Autos dann für die Leute. So, sieht das schon ganz gut aus. Kann man da irgendwas sehen? Ich hoffe, man kann das überhaupt irgendwie gut sehen. Jetzt muss ich mal kicken, das ist hier ja nicht so einfach. Das ist hier nämlich schon ein bisschen verkackert. Verkackert. Ja, und bei JD ist ja so ein Meister. Sieht jetzt so einfach immer aus. Na gut, der ist auch schon. Er ist halt leider. Der das oft macht. Umso öfter man sowas macht, umso besser wird man. Ja, sieht natürlich komisch aus hier. Wie gesagt, ihr seid jetzt live dabei. Dachte, ich mache auch mal sowas. Ich sage auch mal, ich glaube, das sieht immer am Anfang erst komisch aus. Man muss sich hier ranarbeiten. Ja. Keine Ahnung, ich mache auch einfach gerade Freestyle sozusagen. Ja. Ist ja cool, dass die Videoaufnahmen läuft. Schöne Arbeit hier, muss man sagen. Ein ganz schönes Gefummel. Sieht man überhaupt was? Puh. Ist ja nicht, ey. Irgendwie. Thank you.
Jetzt auf, ja, Gott. Man muss sich hier ranschnitzen, sozusagen. Ranschnitzen. Rauwelt-Style. Na gut, die schnitzen das nicht direkt. Natürlich auch eine Marktlücke. Hinkommst und das so schnitzt. Die haben ja die Teile da, bauen die an. Was ja auch schon geil ist. Aber stell dir mal vor, du schnitzt sowas da. Wäre auch geil. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Wobei, sieht ja gar nicht mal so scheiße aus. Das ist jetzt hier voll weggeschnitzt. Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Einfach noch mehr herausgehoben. Wird sehen. Man kann nicht auch blöd greifen, muss ich mal hier so sagen. Aber, wie gesagt, Übung macht den Meister, glaube ich. Wie in jedem Fall. Einfach ranschnitzen. Schnitz dich ran. Jo, ist ja gar nicht mal so scheiße. Entschuldigung. Oh, ich hab diese Dinger müssten eigentlich vorher ab, glaube ich. Boah, so ist das noch krasser. Was ist denn nur so weg? Zack. Boah. Slicely, nicely. Was ist denn ein Ding darin geformt? Wollen wir mal nicht übertreiben jetzt? Boah, ist ja eine schöne Arbeit hier. Und vor allen Dingen blöd, wenn man einen schlechten Sitzplatz hat. Wobei der Rücken ist durchgedrückt, alle Dude. Man muss auch mit einmal durchziehen. Zack. Schäfelmannisse. Mann, ich bin ja erstaunt, dass das Akku so lange hält. Kann man ja direkt in HD hochladen.
So, sieht schon mal gut aus hier. Ich weiß, es sieht komisch aus, aber wenn man das mit Druck macht, habe ich schon mal erklärt neulich. Aber bitte nicht nachmachen. Man kann es ja auch anders machen. Zwar so. Aber auch mit Druck auf den Punkt, wie gesagt. Damit man sich nicht schneidet. So, das sieht doch gut aus. Wow. Ja. Wir können mal kurz eine Pause machen. Wobei. Ach, klasse, einfach. Wir schnitzen weiter einfach. Ja. Das kann man auch noch schleifen. Gut, durch die Seite an. Richtig krass. Übel. Und da ist eben auch, naja, wenn man es richtig drauf hat, macht man weniger drauf. In meinem Fall, ich habe einfach mehr raufgeknallt, weil ich wollte den einfach breiter haben. Man sieht ja auch hier vorne, es passt doch. Das sieht nur so fett aus. Wird denn angepasst? Wird angepasst, man sagt. Noch Kamerawechsel machen. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ja, war klar, dass das abbricht irgendwie. Übelst lange hier angeklebt, dieses kleine Ding. So wie auf der anderen Seite. Ja. Und jetzt muss ich hier irgendwie ran. Ohne sich zu schneiden. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, muss ich selber sagen. Ich sag ja, umso besser. Oh, jetzt ist es fast ab. Umso besser man es darauf füllt, umso saurer, sag ich mal. Ah, hier muss ich eh ran. Hm.
Der Sylt ist sogar fast zu wenig drauf, sehe ich gerade. Ja. Oh, hier ist auch nicht ganz cool. Auch zu wenig. Fällt ja fast gar nicht auf, wa? Jetzt mal das hier doch ein bisschen leicht anpassen. Das sieht schon geil aus, aber die... Komisch. Kommt hier echt blöder ran. Also mit diesem Unterbau. Der sollte ja auch eigentlich wieder ab. Erstmal jedenfalls. Jetzt bin ich selber geflasht. Ja, ich mache jetzt hier erstmal die grobe Sache weiter. Ich habe schon Fülle drauf.
dann halt schöne Arbeit. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, bestimmt bessere Mittel. So irgendwie flüssiges Plaste oder so. Ja, das hier ist ja wie Speckstein fast, kann man sagen. Ja. Ist ein bisschen anstrengender zu schnitzen. Das ist echt krass. Heieiei. Ah, siehst du, zieh die Tür wieder auf. Die Tür geht wieder auf. So, warte. Und ihm würde ich hier eigentlich auch gern so was Schönes jetzt mal reinbringen. Da. Den Lack da schon zerstört, Alter. So alt schleifen. So. Mann, das ist immer noch nicht. So ungefähr. Ja, Sache war auf jeden Fall schon näher. Boah, ich merke, das sieht auf gut aufs Handgelenk hier irgendwie.
Ja, das muss ich schliffen werden hier. Käse, fast zu dünn. Ich sag ja, man kann es auch echt verkacken. Was hier ein bisschen so ein Mist. Ey, da ist es schwer. Nicht gedacht, dass man hier so lange rumsitzt. Was ist denn das hier hoch? Seite habe ich voll verkackt, würde ich sagen. Da ist was weggebrochen auch. Zu dünn, aufgetragen. Die Seite ist echt cool. Die muss ich noch machen. Und hier vorne, die ist eigentlich auch ganz nice geworden. Aber ich muss hier auf jeden Fall nochmal was drauf füllen. Auf der Seite. Das ist ja hier voll verkackt, würde ich sagen. Ja, es ist ja nicht so einfach. Ich taste mich jetzt hier weiter ran. Wie gesagt, immer noch live mit euch hier. Ja. Man sollte das natürlich vorher machen. Mein Akku ist aber eh schon wieder leer. Also, das wird gleich aussehen. Hier komplett ein bisschen anders. Zur Fülle wegmachen. Das ist nicht gut. So. Eigentlich ist das ja nicht mal so schlecht hier schon, die Seite. Jetzt müssen wir gucken hier. Da haben wir den. Muss ja hier
da, okay. Das ist schon ganz nice, ja. Ich muss hier eh nochmal ran. Da muss ich auch eh nochmal ran. Oho. Es ist schwer hier ranzukommen. Irgendwie wegschleifen hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Diese schöne. Das sieht man ja nicht, wa? Ja, ist jedenfalls so eine Kerbe. Ha? Muss ich noch weiter rausarbeiten hier. Wahrscheinlich. Ist nur blöde, das hier zu greifen, wie gesagt. Ja. Mhm. Den Rest müssen wir irgendwie schleifen. Ja, muss geschliffen werden. Ah, jetzt ist er uns abgefallen. Ist er? Nur ist er ab da! Nur ist er ab, du! Na, dann machen wir das hier gleich. Jetzt hier haben wir gleich richtig machen. Gelle. Weiß ich auch nicht. Ist hier nicht so.
fehlt jetzt auch wieder ein bisschen was. So, und umso, wie gesagt, umso mehr man natürlich hier schön schnitzt, umso besser, umso weniger braucht man Schleifen. Ich merke aber, es ist wirklich eine krasse Arbeit. Respekt geht nochmal rüber an diese Leute, die das so krass können, Alter. Na gut, man braucht auch richtig Werkzeug, man. Was ich hier nicht habe. Oh, krass. Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Ich glaube, man muss das wirklich noch mehr rausarbeiten. Lass mal jetzt hier so. Man, das dauert ewig lange. Ich glaube, das ist zu lange für die Leute. Das will dann auch wieder keiner sehen. Okay. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was wir hier jetzt noch. Hier könnte man auch noch mal was nachfüllen. Wie gesagt, ich muss mich hier eh noch mal wieder melden, meine ich. Ja, hier muss auf jeden Fall mehr Ruf. Das kann ja so nicht. Das ist ja hier ja nichts. Und weggebrochen auch noch. Also deswegen, das Video zieht sich, gut, ihr seht es im Ende natürlich alle die Schnitten, beziehungsweise zusammengefügt, weil schneiden will ich es ja nicht. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, das wird bestimmt über eine Stunde dauern letztendlich, dieser ganze Umbau. Hier merke ich, halt noch so ein Dings drin gemacht. Ach, kannst du hier vergessen. Hier kannst du nichts mehr machen. Also, deswegen in diesem Sinne sage ich erstmal einen fröhlichen Sonntag noch. Wir sehen uns bestimmt noch anders irgendwie. Wobei, wenn ihr das kriegt, ist ja gar nicht vielleicht Sonntag. Also einen schönen Abend wünsche ich einfach. Ich habe hier schön zum Sonntag jetzt mal ein bisschen rumgeschnitzt. Merke aber auch gerade, Alter, nach der ganzen Zeit, das geht gut auf den Rücken. Man braucht einen guten Platz, um das zu machen. Und viel Videomaterial. Ja, Akku und so. Wisst ihr. Und SD-Karte. Blöp. So, gut. Würde ich sagen, erstmal reinhauen. War der kurze Eindruck. Über eine Stunde. Gut, die Seite ist völlig Mist. Also die muss auf jeden Fall überarbeitet werden. Die gefällt mir ganz gut.
Ist aber auch hier ganz schön dünn. Ich weiß nicht, ob man das da sehen kann. Da sieht man dieses Plastikstück. Wenn ich das rausnehme, dann ist da nur ein ganz dünnes Ding hier. Deswegen, also es kann sein, dass das Video jetzt auch einfach ein Zeuge der Bearbeitung war, weil vielleicht sieht er danach anders aus. In diesem Sinne, frohes Schaffen und ringehauen. Tschö mit euch. Peace.